Willkommen zurück zu unserem Android-Tutorial. Ich hatte ja im letzten Video schon angekündigt, dass wir, nachdem wir mit dem Menü gearbeitet haben, das Options-Menü, eigentlich uns überlegen müssen, wenn wir das Ganze in unserer App konsequent durchsetzen möchten, dass wir Probleme kriegen, weil wir eigentlich diesen Boilerplate-Code über das ganze Menü und alles immer wieder schreiben müssen, in jede Activity reinkopieren und das ist doof zum Warten, das ist scheiße zum Verändern, wenn wir irgendwo ein Update haben wollen und was ändern, das ist doof. Abhilfe schaffen sogenannte Fragments und genau darum geht es jetzt in unserem Video. Das Ganze würde ich wahrscheinlich auf zwei Videos aufteilen diesmal. Beim ersten schaffen wir das Grundgerüst, weil das sonst zu lange wird. Und beim zweiten werde ich wohl dann zeigen, wie man damit aktiv arbeitet. Also wie man damit ändern kann, wie man zurückkommt, wie man bestimmte Sachen machen kann. Natürlich bei weitem nicht alles, das sind nur so die ersten Schritte. Aber wir fangen einfach mal an. Als erstes, wir haben das Menü, das behalten wir. Ich schmeiß einfach mal alles, was so ein bisschen mit UI zu tun hat, raus. Ich möchte jetzt gerne, dass das Main Activity Ding UI-mäßig leer ist. Heißt natürlich auch, die On-Click-Methode muss einfach nur raus. So. Hier den Schreibfehler vom letzten Mal, Inflator. Natürlich auch noch einmal kurz korrigiert. So, wir haben also jetzt was ganz Leeres. Wenn ich mir jetzt dieses ganze Layout angucke, ist hier ja nichts drin. Wir haben hier nur ein Relative Layout. Das ist natürlich ganz toll und ganz schön. Allerdings leer. Was wir jetzt machen ist, wir schnappen uns ein Frame Layout. Das ist hier irgendwo wahrscheinlich mit drin. So, Grid, Fragment, Frame Layout. Das schmeißen wir hier rein. Und das hat jetzt dieses Padding. Das ist natürlich nicht so schön. Zack. Padding weg. So, jetzt sollte das Frame Layout komplett das alte ausfüllen. Das Ganze braucht natürlich dringenderweise noch eine ID. Android ID gleich add plus ID. Fragment Holder. So, das wird unsere ID. Und das war es eigentlich im Endeffekt schon an dieser Stelle. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen in Java, wir gehen in unsere Geschichte und erzeugen uns ein Fragment. Halt ein ganz einfaches Blank Fragment. Ich nenne es einfach mal First Fragment. Wir wollen auch XML Layout hinzupacken. Passt. Finish. So, wir haben jetzt hier ein komplett leeres Fragment. Wir müssen natürlich hier noch so ein bisschen warten. So, leeres Fragment, passt. Jetzt wollen wir First Fragment XML. Hello Blank Fragment. Das müsste zum Beispiel passt das einfach mal so. Ich zeige jetzt einfach, was passiert, wenn wir jetzt die App starten. Ganz einfach, wir sehen nichts mehr. Wir sehen auch kein Text. Wohlgemerkt. So, wir switchen zurück in unsere Main Activity. Und zwar in der OnCreate-Methode wird sich jetzt einiges ändern. Hier wollen wir also den ganzen Block hinzufügen. So, aus der App Compat Activity, das müssten wir eigentlich alles so lassen können. So, als erstes prüfen wir if find by ID r.id.fragmentholder ungleich 0. Also erstmal wollen wir prüfen, ob überhaupt alles funktioniert. Sanity Checks sind immer wichtig. So. So, first fragment. Fragment gleich new first fragment. Wir initialisieren das jetzt erstmal wirklich als Java-Objekt. Und jetzt gibt es etwas, was müsste eigentlich get support fragment manager heißen. Der support fragment manager oder allgemein der fragment manager ist dafür zuständig, diese ganzen fragments nämlich zu verwenden. Heißt, was heißt zu verwenden? Die zu verwalten. Wir haben Backstack, wir können eine History nachher aufbauen, wie wir uns durchgeklickt haben durch die Fragments. Wir können gezielt zu Fragments in unserem Backstack springen. Wir können gezielt auf neue Fragments springen. Wir können uns da recht frei bewegen. Und um das zu machen, müssen wir erstmal eine Transaktion beginnen. Die kennt man ja vielleicht, wer sich mit Datenbanken auskennt, kennt das schon. Und hier müssen wir nur eine Add machen. Wir geben einfach, ja, wo wollen wir es reingeben? Wir geben das rein in r.id.fragmentholder
und als zweiten Parameter unser Fragment. Und am Ende sagen wir noch ein Commit, weil wir eine Transaktion haben, die wir auch wieder schließen müssen. Heißt im Endeffekt, lieber Fragment Manager, wir haben hier unser Layout, das ist ja alles schon gesetzt. Und was du jetzt bitte machst, ist, hier hast du deinen Fragment Holder, das ist dein Ziel, das ist das Frame Layout. Und da packst du bitte dieses Fragment rein und dann schießen wir das Ganze ab. So, ich starte einmal wieder unsere App. Tunududun, und Hello Blank Fragment. Jetzt kann der eine oder andere sich halt fragen, oh, was soll denn das Ganze eigentlich? Ist natürlich blöd. Das Fragment tauscht quasi nur diesen weißen Teil im Moment aus. Das heißt, alles andere, wie unser Menü, bleibt erhalten, sollten wir auf andere Fragments switchen. Ihr seht ja, es ist ja auch im Endeffekt eine komplett eigenständige Klasse vom Typ Fragment, also Extends Fragment. Wir brauchen einen Empty Constructor und das ist on Create View und hier können wir jetzt drin arbeiten. Zum Beispiel, da wir uns in einem Fragment befinden, gibt es auch. Mal, da sollten wir vielleicht keinen Return machen. Hier machen wir mal einfach nur VOV. Fangen uns die kurz auf und machen am Ende das. Da können wir drin arbeiten. Es gibt sowas wie GetActivity. Und dann kriegen wir unsere ParentActivity und können darüber dann auch steuern. Das sehen wir alles im zweiten Video. Jetzt erst nochmal so ein bisschen zu dem grundlegenden Gedanken. Wir haben also, wenn man das mal so skizziert, unsere Activity. Und unsere Activity enthält ein Frame Layout. Und in dieses Frame Layout können wir Content wechseln. Und wenn wir jetzt mehrere Fragments hätten, das machen wir im zweiten Video nämlich, wie wir zwischen den Fragments wechseln können. Das ist nämlich eigentlich auch nicht so schwer. Kann man noch ein paar Tricks einbauen. Wir können zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt nämlich uns überlegen, dass wir einmal auf unser Fragment First gehen und wir gehen in das Design. Wir bauen ein Button ein. Ich klicke jetzt einfach mal irgendwie hier rein. Der muss jetzt auch keinen tieferen Sinn haben. Ich schmeiße dazu mal eben den Text raus. Der interessiert gerade gar nicht. So. First Fragment. Und wir machen hier einfach nur wieder public void button pressed. So. Falsch in Klammern. ID on click button pressed. First Fragment. Da kommt der Button Click her. Genau. Und Text ist klick mich. So. Wenn wir das Ganze starten, haben wir nämlich jetzt hier den Button. Wir sehen ja gar nicht mehr das alte Layout. Also wenn wir jetzt hier jetzt ein altes Layout hätten, das klappt alles nicht. Wir können Fragments, also das Frame Layout kann auch kleiner geschoben werden und ihr könnt hier unten noch Teile von dem Original haben, von der Original Activity, die ihr behalten wollt. Also das ging auch. Ich habe jetzt nur mal quasi Fullscreen gemacht. So, da wird jetzt eigenartigerweise beendet. Warum auch immer der gerade beendet wird. Klick mich. Ist aber Button Press, klick mich. Schauen wir uns mal die Exception an, warum das Ganze beendet wurde. So. Okay, da gibt es wohl scheinbar was mit den On-Click-Listener-Geschichten. Okay, Button-Clicks, egal. Also wir können hier das Layout einfach verändern. Das ist das Ziel. Den Fehler behebe ich einfach dann direkt zum nächsten Video, sodass wir den Button noch nutzen können. Was ich ursprünglich zeigen wollte, ist, wir können das auch einfach in dem First Fragment einfach mal hier drin machen. Wir können eine Methode aufrufen, hier oben zum Beispiel. Ich mache einfach mal public void create log. String message to log. Und hier machen wir mal ganz einfach. Ach Gott, wir nehmen mal wieder unsere Toast Messages. Ist ja nicht so, dass wir dann keine Verwendung für hätten. Zum Beispiel, wenn wir einen zentralen Log haben. Also, Log macht natürlich an der Stelle keinen Sinn. Aber wir könnten zum Beispiel sowas machen wie GetActivity. Die müssen wir jetzt natürlich casten zu einer MainActivity. Um den Cast herum nochmal eine Klammer, damit das auch alles sauber klappt. So, und jetzt können wir machen. Wie habe ich die Methode jetzt genannt? Da bin ich schon überfordert. Create Log. Da ist sie. Und wir können sagen: Hello from my first fragment. So, das war eigentlich das, was ich zeigen wollte, dass wir jetzt auf diese zentralen Methoden zugreifen können und wir quasi die Activity so ein bisschen missbrauchen können. Und hier steht es nämlich auch: Hello from my
Frist Fragment. Das sind Fragments und darum soll es im nächsten Video auch gehen, nämlich darum, wie man mit einem Button Press einfach weitermachen kann, um auf ein anderes Fragment zu wechseln und wie man den Back-Button überschreibt und nutzt, um zwischen den Active Fragments genauso zurückzuspringen wie vorher bei den ganzen Activities. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so unverständlich und ich hoffe, ihr verzeiht mir auch den kleinen Snafu mit dem Klick-Button da drin, den werde ich auf jeden Fall fixen und auch den Fix gerne nochmal beim nächsten Video mit ansprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und ihr habt was gelernt. Auf der Endcard habt ihr jetzt nämlich die Möglichkeit, die Social-Media-Kanäle nochmal anzugucken und auch dieses vorherige Video, was jetzt natürlich nicht ganz so wichtig ist, aber im nächsten Video würde ich Ihnen empfehlen, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, also schaut euch das alles mal an. Kann ich nur empfehlen, die ganzen Videos anzugucken. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bis dann.